Hallo zusammen und willkommen. Bei Madenwürmern handelt es sich um winzige Würmer, welche den Darm infizieren können. Betroffene sind häufig Heranwachsende, jedoch auch Personen, welche in engen Haushalten wohnen. Infektionen mit Darmwürmern gelten als sehr ansteckend. Sie breiten sich von einer Person zur anderen durch die Aufnahme der Eier aus. In den meisten Fällen kommen diese vor, wenn ein weiblicher Madenwurm in den Hautfalten beim Anus Eier legt. Das kann vor allem nachts einen intensiven Juckreiz auslösen. Kratzt der Infizierte am After, ist es möglich, dass die parasitären Eier unter die Fingernägel und auf die Finger gelangen. Dann können Kleidungsstücke, Bettzeug und andere Gegenstände, aber auch andere Personen in derselben Wohnung verunreinigt werden. Allerdings muss man sich keine Sorgen machen, sondern kann zur Beseitigung der Darmwürmer effektive Hausmittel anwenden. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1 Knoblauch. Diese Gewürzpflanze hat einen antiviralen, antibakteriellen und antifugalen Effekt. Sie kann gegen Spul-, Haken- und Madenwurminfektionen eingesetzt werden. Dazu empfiehlt es sich, 3 rohe Zehen zu essen. Man kann aber natürlich auch Knoblauch in vielen gekochten Mahlzeiten als Zutat nachträglich ergänzen. Zur äußeren Anwendung ist es auch möglich, die fein gehackte Knolle und Vaseline zu einer Paste zu mischen, um diese unmittelbar im Analbereich auf die Haut aufzutragen. Nummer 2 Gewürznelken. Durch die Gewürznelken werden Bandwürmer und deren Eier zerstört. Sie haben eine antiseptische und antibakterielle Wirkung. Zudem schützen die Gewürznelken vor den Konsequenzen des Parasitenbefalls. Zur Anwendung gibt man einen Teelöffel Nelkenpulver in eine Tasse mit erhitztem Wasser. Nach einer Ziehzeit von 15 Minuten wird für eine Woche 3-mal pro Tag der Nelkentee getrunken. Nummer 3 Kokosnuss. Ein weiteres sehr effektives Mittel gegen Würmer ist die Kokosnuss. Sie enthält starke antiparasitäre Eigenschaften und trägt dazu bei, sämtliche Darmwürmer zu beseitigen. Dazu kann die gesamte Kokosnuss mit dem Kokosöl verwendet werden. Zum Entfernen der Parasiten isst man gleich jeden Morgen einen Esslöffel zerkleinertes Kokosfleisch. Außerdem empfiehlt es sich, im Laufe des Tages 3 Esslöffel Kokosöl zu verzehren. Das Öl beinhaltet reichlich mittelkettige Triglyceride. Diese schwemmen die Parasiten aus und unterstützen zugleich die Immunabwehr. Nummer 4 Karotten. Die Möhren gehen gegen die Eier der Madenwürmer vor. Das liegt an dem Inhaltsstoff Beta-Carotin, der in Vitamin A im Körper umgewandelt wird. Darüber hinaus enthalten Karotten jede Menge Zink und Vitamin C. Diese Nährstoffe tragen zu einem gesunden Immunsystem und damit zu einer starken Parasitenabwehr bei. Zur Bekämpfung der Darmwürmer raspelt man 2 Karotten und vermengt diese mit 2 Esslöffeln Kürbiskernöl. Diese Mahlzeit wird als erstes jeden Morgen für eine Woche lang gegessen. Nummer 5 Kürbiskerne. In den Kürbiskernen befindet sich die effektive Verbindung Cucurbitacin. Diese soll die Madenwürmer lähmen und damit verhindern, dass sich diese an der Darmwand festhalten. Damit können diese rasch aus dem Körper vertrieben werden. Für eine erfolgreiche Bekämpfung zerkleinert man 1 Esslöffel Kürbiskerne. Diese sind mit 2 Esslöffeln Honig zu vermengen. Jeden Morgen wird diese Mischung eine Woche lang auf nüchternen Magen gegessen. Nummer 6 Nebenblätter. In Nebenblättern sind neben antiviralen Stoffen auch viele andere wertvolle Stoffe enthalten. Sie beseitigen alle Parasiten im Darm. Außerdem können die Nebenblätter sämtliche Giftstoffe, die beim Sterben der Würmer hinterlassen werden, aus dem Verdauungsorgan entfernen. Damit dieser Vorgang erfolgen kann, sind die Blätter der Nebenpflanze zu einer feinen Paste zuzubereiten. Davon nimmt man dann morgens für eine Woche einen halben Esslöffel und trinkt danach ein Glas Wasser. Nummer 7 Papayakerne. Gegen Darmwürmer können auch Papayakerne helfen. Es besteht die Möglichkeit, eine Papaya zu kaufen und neben dem Fruchtfleisch die Kerne zu essen. Oder man bestellt sich nur Papayakerne. Zur Entfernung der Parasiten werden mehrfach pro Tag eine Woche lang 6 Kerne der exotischen Frucht gekaut. Denn laut einigen Studien enthalten Papayakerne den Wirkstoff Papain, der eine wurmtötende Eigenschaft besitzt. Nummer 8 Sauerkraut. Als fermentiertes Lebensmittel gehört Sauerkraut zu den Lebensmitteln, welche die positiven Bakterien in der Darmflora stärken. Aufgrund der Fermentation bilden sich Milchsäurebakterien.
Diese töten die Madenwürmer wirkungsvoll und bauen den Darm wieder auf. Damit kann keine Verbreitung der Darmwürmer erfolgen. Um den Effekt zu erhalten, isst man mindestens ein Esslöffel rohes Sauerkraut täglich für 3 Wochen. Außerdem gilt dieses fermentierte Lebensmittel als natürliches Antibiotika und stärkt das Immunsystem. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.